Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal die NexoCard und ihre Funktionen genauer an. Viel Spaß beim Schauen. Wie versprochen, aber vor allem wie gewünscht, möchte ich dir heute die NexoCard vorstellen. Wir schauen uns zunächst einmal die Vorteile an und dann erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Natürlich ist das Ganze keine Anlage und auch keine Anmeldeberatung. Falls du aber hier noch kein Konto und keine Karte hast, aber dich dafür interessierst, dann darfst du dich natürlich gerne einmal über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Dort erhalten wir beide, falls du $100 oder mehr einzahlst, eine Belohnung in Form von $25 in Bitcoin. Hier muss ich einmal kurz ergänzen, aufgrund des hohen Ansturms gibt es jetzt hier ein Einzahlungsminimum von $1000, aber dazu im nächsten Video mehr. Du kannst, falls dir $1000 zu viel sind, also dich einfach über den Link anmelden, das Ganze mal anschauen, ausprobieren und dann, wenn wieder das Limit gesenkt wurde, hier nachlegen. Darum soll es aber nicht gehen, das schauen wir uns natürlich dann im nächsten Video an. Jetzt schauen wir uns die Karte näher an. Wir schauen hierzu die Seite einfach mal genauer an, bevor ich dir dann erkläre, wie das Ganze funktioniert. Anhand der Karte wird eigentlich ganz schön dargestellt, was du mit der Karte alles machen kannst. Nebenbei, so sieht natürlich die Karte aus. Du kannst hier zum Beispiel Einkäufe tätigen, du kannst Cashback auf Kryptowährungskäufe bekommen und du kannst zum Beispiel auch Online-Einkäufe tätigen, egal ob Klamotten, Amazon oder vielleicht auch Netflix und Spotify. Ansonsten hier ganz schön, du hast auch eine Apple Pay und Google Pay Integration, das heißt, du kannst ganz einfach mit deinem Handy oder mit deiner Uhr bezahlen und das finde ich schon mal nicht schlecht. Hier wird dann nochmal kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das erkläre ich dir später ausführlich. Ansonsten, je nach Loyalitätslevel bekommst du bis zu 2% hier in Nexo zurück, wenn du Einkäufe tätigst und du bekommst, wenn du möchtest, 0,5% Cashback in Bitcoin. Du kannst bei deiner Karte auswählen, ob du Option A oder B möchtest. Das kannst du jederzeit ändern und anpassen und somit bist du hier flexibel, was du eben brauchst oder möchtest. Du bekommst dann auch hier so Benachrichtigungen, dass du zum Beispiel jetzt hier $7,26 bekommen hast. Das Ganze ist sehr schön und sehr anwenderfreundlich. Das funktioniert auch einwandfrei und es funktioniert fast überall. Offiziell soll es, soweit ich weiß, nicht über PayPal funktionieren, wie bei Crypto.com eben auch. Bei mir persönlich funktioniert aber alles über PayPal und über Curve. Dementsprechend musst du einfach mal bei dir das schauen und ausprobieren, ob das auch der Fall ist. Was nicht unterstützt wird, ist normalerweise so Verträge wie Gas, Strom, Miete. Aber da musst du einfach mal auch bei dir schauen, was bei welcher Karte zutrifft. Das findest du meistens im Kleingedruckten. Ich kann das Ganze dir hier leider nicht aufzählen, weil das natürlich eine unendliche Liste ist. Aber die normalen Sachen wie Einkäufe und Shoppingtouren, die funktionieren hier definitiv. Und dafür langt das meiner Meinung nach auch. Ansonsten hast du hier die Möglichkeit, einen Kredit zu bekommen. Zum Thema Kredit, da weißt du, wie ich eingestellt bin. Und zwar am besten nimmst du gar keinen auf, weil so kannst du dich verschulden, deine Schufa leidet und, und. Hier ist es ein bisschen anders und zwar entsteht hier ein Kreditlimit anhand deiner eingezahlten Kryptowährungen, aber auch Fiat-Währungen. Das heißt, je nach Kartenlevel kann es sich hier anpassen, was du für Zinsen zahlen musst. Aber das schaust du einfach in den Loyalitätsstufen mal nach. Dort ist alles aufgelistet. Das Ganze fängt bei 0% an. Das ist immer ganz gut, weil dann kannst du einfach deine Rechnungen bezahlen und wenn du einen Kredit nehmen möchtest, dann maximal 13,9%. Aber lass dich hiervon nicht abschrecken. Ich erkläre dir das Ganze später nochmal genauer, wie das mit der Kreditkarte und dem Bezahlen funktioniert. Weiter gibt es dann nochmal hier die Möglichkeit, das Ganze zu optimieren, beziehungsweise ist das Ganze für dich optimiert. Warum? Aus dem Grund, weil einfach du entscheidest, wie du deine Ausgaben bezahlen möchtest. Für die steuerliche Sache ist natürlich hier mein Partner cointracking.info am besten. Dazu findest du in der Videobeschreibung einen Rabattcode mit 10%, falls du dich da anmelden möchtest und dort wird dann alles getrackt und du musst dir keine Gedanken über die Steuern. Zu dem Thema wird es aber auch nochmal ein separates Video geben, dass du hier wirklich auf der sicheren Seite bist und alles passt. Ansonsten weiter im Programm. Du hast natürlich hier kein Minimum, was du hier ausgeben musst und auch keine versteckten Gebühren. Das Ganze ist also kostenlos. Du hast weiter auch eine digitale und eine echte Karte. So sieht die digitale aus und die blaue ist dann eben die echte, die du bekommen kannst, wenn du eben möchtest. Aber die digitale bekommst du einfach so. Die musst du nur freischalten und bei der blauen musst du mindestens $500 in Nexo liegen haben. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber die wollen das einfach so und deswegen musst du dich daran halten, wenn du das möchtest. Und du brauchst mindestens die Stufe Gold. Das heißt, du müsstest hier ein paar Nexo-Münzen kaufen. Wie erwähnt, Apple Pay und Google Pay wird mit der virtuellen Karte und
unterstützt. Deswegen ist überhaupt die Frage, ob du die physische Karte brauchst. Falls ja, dann müsstest du natürlich hier die Bedingungen erfüllen. Ansonsten siehst du hier noch die weiteren Details. Du könntest zum Beispiel hier bis zu 10-mal kostenlos abheben jeden Monat und. Aber das Ganze ist nicht so wichtig. Wenn hier dich die kleinen Details interessieren, dann schau einfach bitte nochmal selber drüber. Das solltest du sowieso immer tun, denn auch ich kann mich mal irren oder hier eben was falsch verstehen und 4 Augen sehen einfach mehr als 2. Ansonsten, du kannst jederzeit deine Karte einfrieren und sperren, wenn du hier diese verloren hast. Du kannst deinen PIN jederzeit ändern und du siehst immer die Transaktionen über die Notification, also über die Benachrichtigungen. Wie bekommst du deine Karte? Das ist jetzt hier einmal ganz schön erklärt. Du musst einmal hier die App öffnen, dann unten auf die Kartenregisterkarte klicken, dann kannst du hier deine Karte, die digitale, aktivieren und dann kannst du sie schon zu Apple oder Google Pay hinzufügen und dann kannst du schon drauf loslegen. Und du siehst dann auch schon hier ganz schön gezeigt, einmal hier, die Kreditlinie wäre jetzt hier 51.000. Natürlich sind hier auch 107.000 eingezahlt. Das ist wahrscheinlich für die meisten unrealistisch, aber du siehst dann zum Beispiel jetzt auch hier, dass du Lifetime Rewards hier $132 erhalten hast. Du siehst also, du kriegst überall alles angezeigt. Das Ganze ist wirklich schön und sehr interessant. Jetzt zu der Frage, wie funktioniert das Ganze? Weil ich ja gesagt habe, das Ganze ist eine Kreditkarte. Anhand meines Kontos hier möchte ich dir jetzt einmal zeigen, wie das mit der Kreditkarte funktioniert. Und zwar, wieder offen und ehrlich, wie ich eben bin, siehst du hier aktuell mein Portfolio-Guthaben, was bei knapp $875 liegt. Und aufgrund dieses Portfolio-Guthabens habe ich einen Kreditrahmen von knapp $300. Und diesen Rahmen kann ich jederzeit mit der Karte ausgeben. Sprich, ich gehe in das nächste Geschäft, kaufe mir etwas zum Frühstück, bezahle mit meiner Karte und dann wird dieser Betrag, den ich ausgegeben habe, hier von dem Kreditrahmen abgezogen. Du siehst also hier, ich habe ein paar Einkäufe getätigt und ich habe inzwischen nur noch die Hälfte von meinem Kreditrahmen zur Verfügung. Warum ist das so? Das ist einfach so, weil ich das noch nicht beglichen habe. Warum habe ich das Ganze noch nicht beglichen? Aus dem Grund, weil es hier eine echte Kreditkarte ist. Das heißt, es dauert ein paar Tage, bis ich das Geld hier sozusagen verbuche. Es wird hier benannt, in der Regel 2 bis 3 Tage, maximal 45 Tage. Und dann kannst du, das zeige ich dir aber auch gleich nochmal, wie das in der App aussieht, hier das Ganze begleichen. Und wenn du das Ganze hier in einem gewissen Rahmen begleichst, dann bezahlst du auch 0% Gebühr, weil du ja nichts überzogen hast und dann ist das Ganze einfach gedeckelt. Deswegen empfehle ich dir immer, so viel Geld, also Fiat-Geld, auf deinem Portfolio liegen zu haben, wie du auch ausgeben willst, kannst oder musst. Weil so bist du sicher, dass du das Ganze deckeln kannst. Du kannst das Ganze theoretisch auch in Kryptowährungen begleichen, aber das zeige ich dir gleich nochmal in der App. Ich persönlich begleiche das immer in Fiat-Währung, damit ich mir natürlich hier diesen Umtausch und somit auch die Steuern spare. Aber wenn du sagst, ich bin gerade knapp bei Kasse, ich habe ein paar Euro in Bitcoin, ich will das jetzt umtauschen, dann würde das auch gehen. Nochmal kurz zusammengefasst, weil das doch ein bisschen blöd oder kompliziert gerade am Anfang ist. Dein Kreditrahmen richtet sich immer an deinem Portfolio-Guthaben. Wenn du jetzt ein Mathe-Ass bist, dann kannst du jetzt hier ausrechnen, welcher Prozentteil das ist. Aber du siehst, aus $875 auf dem Portfolio kannst du knapp 300 eben hier als Kredit bekommen. Sprich, das ist knapp ein Drittel. Und somit kannst du einfach hier die 292 mit deiner Karte jederzeit ausgeben. Für was ist dir überlassen? Und du siehst es dann hier, was noch übrig wäre. Sprich, ich könnte jetzt noch rausgehen oder online hingehen und mir was im Wert von $157 bestellen. Ob ich das tue oder nicht, ist natürlich mir überlassen, aber das wäre hier eben die Möglichkeit. Und weiter siehst du auch hier die verdienten Zinsen. Ich habe jetzt hier $2,41 bekommen und du bekommst auf deiner App nochmal angezeigt, wie viel Cashback du insgesamt bekommen hast. Und das finde ich immer ganz schön, dass du einfach siehst, okay, ich habe jetzt x Cashback zurückbekommen und somit hat sich das oder das schon für mich bezahlt. Ich hoffe, du hast es hier jetzt mit dem Kreditrahmen verstanden. Wenn du hier immer noch Fragen hast, dann stell sie gerne einmal in den Kommentaren. Ich freue mich sowieso über jedes Kommentar und versuche auch jedes, sobald es irgendwie geht, zu beantworten. Jetzt wechseln wir einmal zu meiner Folie, wo ich vorbereitet habe, wie das Ganze aussieht, wenn du das Ganze begleichen möchtest. Willkommen zurück. Wie du jetzt also hier oben an diesem Fenster siehst, habe ich hier etwas für 15 Euro bzw. $15,87 gekauft und kann das jetzt begleichen, weil es schon verbucht wurde. Ich kann hier auswählen über dieses Fenster, mit was. Möchte ich eine Kryptowährung umtauschen oder möchte ich mit Fiat-Geld bezahlen? Weil ich natürlich ein Fan von Fiat-Geld bin und natürlich auch hier mir die Steuern sparen möchte und Fiat-Geld auf meiner Wallet liegen habe, möchte ich das mit Fiat, also Euro, hier bezahlen. Dann kannst du auswählen, wie viel möchtest du bezahlen. Vielleicht kannst du aktuell nur einen Teil bezahlen.
bezahlen oder begleichen, dann könntest du auch hier einen Teil begleichen. Ich möchte natürlich alles begleichen und deswegen begleiche ich hier auch alles. Du siehst hier, das Ganze sind in Euro 15,54 €, in Dollar sind es eben 15,87 $. Weiter siehst du dann auch hier, dass ich 0 Dollar Outstanding Loan After Repayment habe und somit dann alles beglichen ist. Und dann kann ich eben hier mein Payment machen und dann ist mein Kredit sozusagen beglichen und ich muss keine Angst haben, dass ich hier in Verzugszinsen komme und hier irgendwas bezahlen muss. Und so kannst du immer deine ganzen Ausgaben einfach hier begleichen. Hierfür hast du einen bestimmten Zeitraum Zeit, das wird dir immer angezeigt und dann kannst du einfach schauen, okay, will ich das heute, will ich das morgen begleichen, will ich das in Euro oder Kryptowährungen begleichen. Und hier hast du eben wirklich diese echte Kreditkarte, wo du jetzt erst einmal Geld ausgeben kannst und erst später bezahlen musst. Das ist vielleicht für dich praktisch, wenn es in Richtung Monatsende geht. Du weißt, okay, ich will heute schon die Einkäufe für nächste Woche machen, weil alles jetzt im Angebot ist, was ich brauche, aber mein Gehalt kommt erst am Montag. Dann kannst du hingehen, dich austoben, so viel du willst und begleichst es dann erst, wenn dein Gehalt da ist. Da musst du immer aufpassen, dass du dich eben nicht verkalkulierst, damit du hier das Ganze begleichen kannst und nicht in irgendwelche komischen Zinsen kommst. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich eine interessante Geschichte. Ich hoffe, du hast es jetzt hier soweit verstanden und verstehst auch hier den Sinn dahinter. Wie gesagt, falls es hier Fragen oder Probleme gibt, einfach in die Kommentare damit. Entweder ich erkläre das gleich in den Kommentaren oder mache hierzu nochmal ein separates Video. Das war jetzt übrigens schon Teil 3 zu Nexo. Es kommen jetzt noch weitere Teile. Einmal natürlich, wo wir drüber reden, kann das Ganze so funktionieren und auch über die ganzen Vor- und Nachteile, über die Steuern und Co. Deswegen gerne ein Like und vor allem ein Abo dalassen. Auch gerne die Glocke aktivieren, dass du hier nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns natürlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fast.